Hi, liebe Leute. Moin, moin aus dem Norden hier. Wie geht's euch? Ja, ich habe wieder ein bisschen was Erhellendes für euch. Wenn ihr wissen wollt, was, bleibt mal eben dran und zapp! Ja, Taschenlampen. Taschenlampen ist ein ständiges Thema. So mit YouTube ist ja für viele ein sehr wichtiges Thema. Ich habe das schon mehrfach verkündet, dass ich immer wieder neue Taschenlampen habe, bekomme, durchgucke und so weiter. Aber dennoch, ich bei Taschenlampen nicht so die ganze Leidenschaft verspüre, wie ich das zum Beispiel bei Messern habe. Ich habe auch schon mehrfach erwähnt, ja, die Ausführung ist für mich bei den Taschenlampen immer ziemlich gleich. Die Qualitäten sind extrem hoch heutzutage von sämtlichen Taschenlampenherstellern. Und die gleiche Aussage kann man genauso treffen für Messer. Und demzufolge, das hatte mal irgendjemand in den Kommis geschrieben, wegen meiner nicht vorhandenen... Also ich habe da schon eine Leidenschaft für, aber es ist nicht so, dass ich da komplett für brenne. Ich benutze dann eine Taschenlampe, die gefällt mir, benutze die und für mich dreht sich's um die Handhabung. Und ich zeige euch jetzt mal meine besten Taschenlampen, die ich habe und was sich so über die Jahre schon immer so herauskristallisiert hat. Ich habe hier mal ein paar mitgebracht. Ich habe hier eine Wuben C3, ich habe hier die Nextorch TR30 Max, hier mit diesem taktischen Ring dran. Ich habe hier eine Klarus XT11 oder wie das Ding heißt. Ja, XT11 GT. Ich habe hier die neue TA20. Und ich habe hier, muss mal eben suchen. Aha, noch eine Tasche. Die Cargo Pants, da bist du immer nur am Suchen. Die neue TA30C von Nextorch. Und ist ein bisschen Nextorch-lastig, weil... Ich mache in erster Linie hier, zeige ich euch die Nextorch, die neuen TR20 und TR30. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt erkläre ich euch mal, was ich so mir denke bei den Taschenlampen. Ich kann es kaum noch halten. Ja, was ist denn nun die beste Taschenlampe? Ganz, ganz klar, die du dabei hast. Einfach die Taschenlampe, die du gerne dabei hast und die du gerne benutzt, die du gerne und intuitiv benutzen kannst. Und da sind wir inzwischen dabei, dass es Lampen gibt, die einfach kompletter Schwachsinn sind von der Bedienung her. Ich habe da Modelle, die ich jetzt nicht dabei habe, oben liegen, unter anderem von Olight, wo ich sage so, nee, das ist nichts, das funktioniert nicht, das ist nicht gut. Dann habe ich von anderen Firmen Lampen, wo du Seitendrücker benutzen musst, um dich durch die Modi zu wippen, ist Mist. Ich habe immer das Problem, das habe ich auch bei Stirnlampen, wenn das nicht intuitiv ist, dass ich zum Beispiel, ich weiß nicht, habt ihr das mit Stirnlampen auch? Ihr fahrt mal eben ein, zwei Monate, macht ihr keine Tour, wo ihr die braucht. Dann habt ihr diese Stirnlampe, holt die raus und dann müsst ihr erstmal, wie ging das noch? Gleiches bei Taschenlampen. Es gibt da Taschenlampen, die haben so einen Seitendrücker, da musst du den und doppelt drücken oder gedrückt halten. Das ist alles andere als bedienerfreundlich. Und ich erkläre euch mal eben, was für mich wichtig ist. Und da hat sich herauskristallisiert, dass für mich die Nextorch-Dinger einfach super cool in der Bedienung sind. Die Nextorch hat hier so einen Bezel mit Nanokeramik. Da könnt ihr richtig geile Sachen, mal eben eine Scheibe einmoschen. Richtig cool. Machen wir mal eben was rein hiervon mit einer Scheibe. Ja, sonst ansonsten ganz, ganz clean. Keine Ladeports. Da geht nichts kaputt. Keine Ladeports dran, gar nichts. Hier ist nur ein Heckschalter für Volldampf oder Strobe, wenn man Dollar gedrückt hält. Und das ist für mich das A und O. Die TA30C, die neue, hat jetzt auch hier so ein hinten jetzt so ein Ring über die Ladestandsanzeige. Es leuchtet blau. Film ist einfach mehr, wie soll ich sagen, im Vergleich zur alten TA30 Operator oder so, die das nicht hatte, ist das jetzt natürlich so ein bisschen
gediegener, edler. Der Schalter ist jetzt auch nicht mehr aus Gummi wie vorher. Der ist aber trotzdem erhaben genug, um ihn im Modus mit im Faustmodus zu benutzen. Finde ich super gut und das ist mir wichtig, sehr, sehr wichtig, wenn wir so die Lampen für Nachsuche und so benutzen. Aber auch allgemein, ich benutze sie gerne mal eben so, finde ich cool. Ihr habt hier nämlich einen Drehring und jetzt mal ganz ehrlich, ich gucke drauf, Nextorch, ich weiß Drehring, da kann ich mir die Birne wegsaufen für 15 Jahre, ich hole meine Nextorch raus, dann wird meine letzte Gehirnzelle sich daran erinnern, ah ja, andrehen, aus. Das ist für mich intuitive Bedienung und darum bin ich so ein Nextorch-Fan. Heckschalter und für die Spezialmodi und die sind hier ganz spärlich. Du hast hier eben Medium, ein bisschen mehr und Volldampf als Dauerlicht. Und dann kannst du hier noch einen Strobe als Dauerstrobe so einstellen. Das ist ganz cool. Und dann zeigt er dir hinten an den Ladestand, was ist ein cooles Gimmick irgendwie, ne? Was ich noch richtig cool finde, ist, der Akku, der hierbei ist, ist ganz einfach. Und das ist die logischste Konsequenz, wenn du eine taktische Lampe baust oder eine Lampe, die allgemein funktionieren soll. Ich sag mal Akku alle, jetzt haben die anderen hier keinen Slot drin. Das heißt, entweder ich habe sowieso einen zweiten Akku mit, das wäre es bei mir immer der Fall, aber ich kann jetzt das Ding einfach meinetwegen ins Auto, Ladegerät in der Zwischenzeit, bis lädt dieser Akku wieder voll und ich kann den zweiten Volldampf nutzen, wenn ich jetzt irgendwas nachts lange machen muss und in dieser Zeit kann das Ding weiterladen und dann habe ich meinen Wechselakku schon wieder im Zyklus. Ich kann hiermit einen Zyklus gewährleisten mit dieser Methode und das ist das Coole an dem Ding. Bei den anderen Sachen müsste ich dann schon wieder ein Ladegerät mitschleppen und wenn das Ding nur über den Slot zu laden ist und ich habe kein Ladegerät dabei, dann blockiere ich mir in dem Fall, dass der Akku leer ist, gleichzeitig die Lampe. Und darum ist das hier die logischste Konsequenz aus meiner Sicht für eine vernünftige Lampe, die auch eine Weiternutzbarkeit garantiert. Die ist natürlich alles gedichtet hier. Wir hatten 2600 mAh Akku, 1865 rund. Ja, und die ist ganz, ganz einfach schlank und kompakt und sehr, sehr gefällig. Und das ist super cool. Ja, es leuchtet blau. Zudem ist der Reflektor so ein Medium-Ding. Das ist nicht riesengroß. Du hast nicht so eine Birne hier, wie zum Beispiel bei der Clarus. Das ist nur durch den Reflektor an. Für sich sind die sehr ähnlich. Aber der Reflektor ist sowas von viel größer. Er hat natürlich dadurch, ist ja logisch, ein größerer Reflektor kann mehr Licht nach vorne ballern. Also mehr abstrahlen und hat meist eine bessere Ausleuchtung. Das ist natürlich cool. Aber in der Hosentasche, die hier steckst du einfach eben so seitwärts, zack, hier in die Hosentasche. Und trägt nicht so auf. Bei der hier ist das schon wieder viel, viel doller. Das ist sieht jetzt hier auf dem Bild nicht so doll aus, aber das sind schon meines Erachtens markante Größenunterschiede, die viel ausmachen. Und daher, wie gesagt, ich bin bei der. Noch ein cooler Tipp ist einfach hier diese, wer jetzt wirklich nicht so viel Geld hat, ist ja auch so, es hat ja nicht jeder immer für eine Taschenlampe über 100 Euro oder um 100 Euro über, hier so eine auch mal als Alternative, ist eine Wuben C3, ist eine richtig coole Lampe, einfach hier Heck-Tail-Schalter, basta, könnt ihr hier mit durchswitchen, einfach hinten drauf tippen, durchdrücken, aus. Das ist eine Lampe, die wirklich so ein richtig No-Nonsense hat, 1865 rund, hat allerdings hier den Ladeslot. Ne? Allerdings, was ich als persönlich als Nachteil ansehe. Ja, das ist die neue Nextorch TA30C. Ja, ich hatte euch hier als Vergleichsmodell, im Moment gehen die doch einen Trend ein, der mich zumindest besser finde als diese Seitentaster. Jetzt gibt es hier nämlich so eine Schrägwippe bei vielen, das macht jetzt Phoenix auch bei den taktischen Modellen und hier Clarus auch. Und die haben hier so eine
so eine Wippe. Seht ihr das? So einen schrägen Wippschalter. Bei Phoenix ist hier so ein kleiner Taster noch daneben. Und dann habt ihr hier den Hauptschalter hinten, wo dann eben Licht rauskommt. Das finde ich recht gut. Und den kann man hier noch durchschalten. Ne? Das ist cool. Ist schon mal wesentlich besser. Da hat man sich Gedanken gemacht. Da gehen jetzt viele Firmen drauf mit diesen zwei Schaltern am Heck. Ist auch eine Lösung mit dem Strobe-Modus dann hier drauf gelegt. Das finde ich okay. Aber ich finde diesen Drehschalter klack an. Das ist für mich so eine Trennung. Das eine ist hier für mich Camping-Modus oder wenn ich hier so irgendwas suche oder was mache, brauche ich nicht immer halten. Das andere ist eben richtig taktisch und Licht an und Feuer. Und das finde ich gut. So muss das meines Erachtens sein. Die alte TA-30, guckt euch das an, also die TA-30 Max, die gibt es ja immer noch. Und das ist nochmal wieder ein Riesenunterschied. Die hat den 2170 rund Akku drin, hat natürlich viel mehr Leistung, auch durch den größeren Reflektor. Hier haben wir jetzt, ich glaube, 1600 Lumen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mir ist das wirklich egal inzwischen. Da sind wir jetzt wieder hier im Jackknife-Modus. Zahlen sind Schall und Rauch und das ist auch so, wie Preise Schall und Rauch sind. Nächste Woche ist das Ding teurer oder billiger und so, deswegen sage ich auch immer keine Preise. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich mache euch mal eben hier so ein bisschen Nachtbeleuchtung an. So, wir reden hier heute über die TA-30, die neue. Guckt euch das an. Das ist ordentlich. Mit Stroke. Hier mal als Vergleich die XTL von Clarus. Hat einen viel größeren Kopf. Wird natürlich dadurch ein bisschen doller ausleuchten. Aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht inzwischen ist das alles so ähnlich, dass man über die Ausleuchtung gar nicht mehr reden braucht. Hier TA-30 und hier die Clarus. Jetzt nehme ich mal die alte TA-30 Max. Ist natürlich noch mal ein bisschen heller. Aber es ist schon, ja, da ist noch ein bisschen mehr Schubs und mehr Spill. Aber die Lampen sind verdammt gut alle. Also du kannst durch die Bank, muss man sich wirklich nicht mehr um die Ausleuchtung kümmern und um die Leistung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und nun kommt die kleine. Und das ist echt ein Hammer. TA-20, die nagelneue TA-20. Guckt euch das kleine Biest an. Bam. TA-30. TA-20, TA-30, TA-20, das ist echt heftig, was die für ein Licht machen. Taghell da hinten. Hier nochmal die Clarus, die natürlich echt mit dem großen Reflektor ein bisschen mehr Spot. Und hier die kleine TA-20. Das ist schon immens. Also es ist eine richtig coole EDC-Lampe. Hier noch ein bisschen mehr Bums natürlich. Bei der XT, die hat glaube ich 2000 Lumen. Hier ein bisschen weniger, aber dafür ist sie viel, viel kleiner. Ja, und dann haben wir hier, stellst du fest, eigentlich ist so eine kleine schon richtig hell. Und ich zeige euch jetzt noch mal eben das Modell hier, die TA-20. Und das ist für mich so eine geile EDC-Lampe. Das ist praktisch eine geschrumpfte TA-30. Auch hier mit Nano-Keramik-Strikern und so weiter. Hinten mit einem einfachen Tailcap, was da Licht an. Ne? Und jetzt kommt das Coole. Ihr könnt hier einfach das Ding hier auf verschiedene, das finde ich so genial, dass man seine Lampe sperren kann. Die TA-20 hat einen CR123 Akku. Guckt euch das an. Hier auch mit Slot.
wieder Nextorch-like. Der hat hier 800 mA. Das ist jetzt nicht das Ausdauerwunder. Aber hier so super stabil, alles ordentlich gemacht. Diese Lampe finde ich sowas von dermaßen geil. Und jetzt hat die hier vorne, könnt ihr so einen Drehregler machen. 1, 2, 3. Und dann gibt es hier einfach diesen Tag-Modus. Da hast du einfach immer Papp, halb durch, Volldampf, durch, Stroke. Und die ist wirklich hell für diese Größe. Und das ist so ein richtig geiles EDC-Teil. Finde ich super gut. Hier ist der Duty-Modus auf Mitte. Da könnt ihr dann einfach einschalten und auch noch Modi durchschalten. Das ist auch recht simpel gehalten. Und dann gibt es noch einfach nach rechts rüber Lock und da passiert gar nichts. Und dann geht die Funzel auch nicht in der Tasche an. Ich hatte letztens, also diese EDC 27 von Nightcore, ein Horrorgerät. Hosen zerbrannt, Beineverbrennung, geht einfach an, trotz Sperre und so. Also die EDC 27 ist der letzte Mist. Dann habe ich zuletzt, war sie denn an und hat die ganze Frontlinse kaputt gebraten. Also ich weiß nicht, wer sich das Ding ausgedacht hat, aber hier sowas, das ist für mich eine richtig geile EDC-Lampe, die einfach simpel und ohne Blödsinn gemacht ist. Und da kannst du eben hier einfach entsperren, zack, gesperrt, zack, Tag-Modus. Das ist so simpel, das versteht man, das ist einfach machbar. Also die kann ich euch wärmstens ans Herz legen und das ist für mich die beste, im Moment eine der besten EDC-Lampen, die wir haben. Und die gefällt mir super gut. Mal eben in dem Video eingeworfen, für mich die beste EDC-Lampe. Das muss nicht heißen, dass sie für euch die beste EDC-Lampe sein muss. Es sind nur meine Eindrücke, die ich hier weitergebe aus meinem Erfahrungsschatz, den ich habe. Ich bekomme regelmäßig Lampen zugeschickt und gucke da und sortiere da aus, was ich gebrauchen kann für YouTube. Und bin da immer auch für Neuerungen offen und ich gucke mir recht viel an. Vielleicht, sicher bin ich jetzt nicht der Lampen-Ober-Hoshi, aber das, dennoch glaube ich, einen ganz guten Überblick zu haben. Und für mich diese kleine, absolut geil, Nano-Striker dran, hier eine richtig geile Krone, dass du mal eben hier für einen Notfall im Auto irgendwie was aufmachen, Scheibe raushauen, geht super gut mit den Dingern, die haben richtig Bums. Und ja, die finde ich, kann ich euch nur empfehlen, die TA20, ne? Die normale TA20. Die Verarbeitungsqualitäten bei den Lampen heutzutage, wie gesagt, das ist hier so eine irgendwie 30-Euro Lampe. Das hier von Buben ist eine wesentlich teurere Lampe, ich weiß gar nicht, was die kostet, aber diese Qualitäten sind alle heutzutage sehr, sehr, sehr gut. Auch und eben da tut sich nicht mehr viel, weil das ist wirklich alles auf sehr, sehr hohem Niveau. Da braucht man sich jetzt nicht Gedanken machen, dass da irgendeiner ausreißt. Selbst die günstigen sind top verarbeitet, das kann ich nicht anders sagen. Da ist die Gewinde, alles, es läuft weich und so weiter. Von daher finde ich, sollte man sein Augenmerk, da wird immer gesagt, ja, das ist das Beste, das hält am besten, das ist best verarbeitet. Ich sehe gar nicht mehr so viel Unterschied in den Verarbeitungsqualitäten. Für mich zählt ganz klar Bedienung. Und je einfacher die Bedienung, je intuitiver die Bedienung, je cooler ist das ganze System. Und das ist für mich der Hauptpunkt. Leuchten, habt ihr gesehen in dem anderen Part, dass wirklich, die sind alle inzwischen sowas von dermaßen hell. Für den normalen Wohnungsbereich, in dem normalen Outdoor-Bereich und so weiter. Auch bei der Jagd ist so eine normale TA30 schon längst ausreichend genug. Die hat genug Schubs, um wirklich einen ganzen Riesenbereich komplett hell auszuleuchten. Also ich bin noch aus einer Generation, wo mein Vater, der damals, also wie wir als Kinder, ich kenne das noch wie ein alter VW Käfer, diese Beleuchtung, wie wenig Licht da rauskam. Wenn du das jetzt eine so eine TA20 oder TA30 auf dem alten VW Käfer hat mehr Licht als dieser ganze Käfer zusammen. Und daher
muss man das immer mal auch in der Relation sehen. Und diese ganzen Lampen heutzutage, Lichtausbeute, das ist so viel, finde ich wirklich, dass man da auch, das ist alles mehr Spleen bei den Leuten, wie das eben auch vieles bei den Messern Spleen ist. So, und nun zum Ende nochmal eben die beiden Lampen. Ich mache euch noch ein Close-Up hinten dran. Hier die TA20 und TA30. Das sind so meine Hauptläufer im Moment. Und ich würde mich mal interessieren, was nehmt ihr für Lampen? Wie habt ihr schon Erfahrungen mit den Nextorch-Dingern gemacht? Ja, ich bin ein bisschen davor eingenommen. Ich nehme übrigens Nextorch nicht, weil ich das gesponsert bekomme, sondern weil ich die haben will. Also renne ich dahinterher, dass ich eine Nextorch bekomme. Und von daher ist das natürlich das heißeste Eisen aus meiner Sicht, auch auf der IWA. Das wäre super interessant, was die hier boten in diesem Jahr. So, das war's. Bis dann, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. This night requires songs on earth.